vergessen, wie viel Vergnügen ihr sterblichen uns bereiten könnt. Mir, Monia. Warum verstehe ich den auf einmal? War das vorher auch schon so? Oh, jetzt hast du verschissen, Mann! Zack! Oh oh. Sozusagen Heilungsang gemacht. Ja, das war dezent doof. Mist! Ah, Mann ey. Kann ich jetzt wenigstens direkt wieder vom Drachenkampf aus starten? Naja, fast. Ich funken, oh, Geschützschwert, ist klar. Diesmal laufen wir ihr einfach hinterher. Oder vor ihr her. Schubidubidubaba, du bist so langsam für mich. Ich werde den Drachen vor dir töten. Mann, ey. Wer bist du denn? Hallo. Dieser Krieg ist genauso dumm wie unsere Fehde mit der Graumähnenfamilie. Kampfgeborene. Mag doch keiner. Das sind die Verbündeten der Kaiserlichen. Stelle von Weißlauf entdeckt. Auf, kleiner Agonia, lauf! Ich spute dich! Oh, Schmetterlinge. 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 Ich frag mich, ob die was wert sind. Aber bestimmt nicht. Also zumindest nicht so viel. So, und diesmal gehe ich gleich auf Blitzpower. Kann ich hier irgendwie Erz abbauen oder sowas? Nee, schade. Ja, wir müssen auch auf die anderen warten, Fiendal. Da kommen sie ja schon. Schneller, Jungs, was wird denn das hier? Mal ein bisschen Dampf. Na los. Habt ihr es denn? Mein Drache weit und breit. Ja. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Ja, wir müssen ein bisschen weiter nach vorne gehen, Jungs und Mädchens. Dann kommt er auch gleich. Wenn ihr euch mal ein bisschen beeilt hättet, dann wäre er schon da. Na, sag deinen Spruch. Nein, zurück! Er ist hier immer noch irgendwo. Ja. Hoki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Jetzt kommt er. Da kommt er. Geht in Deckung und lass dir wo, wo, wo ist er? Wo ist er? Ist da jemand? Da ist er. Ich werde dich töten! Irgendwie machen ihm die Würste nicht viel aus. Wird hier ein bisschen unter Strom gesetzt. Es hat nicht so viel gebracht wie erhofft. Ah, oh, ah, oh, heiß, ah, heiß, oh Mann, das ist doch heiß. Oh, Heilung. Sovngarde, hier, hast du dein Sovngarde? Kommst nach Sovngarde. Zack, zack, zack. Stirb! Jetzt! Langsam mal! Au! Mann! Jetzt! Stirb schon! So! Erledigt! Was ist das denn?
Unter Schreien im Magiemenü kannst du den Schrei unerbittliche Macht ausrüsten. Mal gucken, was hatte der bei Stahlpfeile? Drachenknochen. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Geistlaufwachen. Der ist besser als mein jetziger. Wegschmeißen. Aufsetzen. Wegschmeißen. So, habt ihr noch irgendwas zu sagen, Jungs? Nee, alles klar. Ich fasse es nicht. Aha. Ihr seid ein Drachenblut. Ein was? Drachenblut? Wovon redet ihr? In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Okay. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Ich denke, ihr könntet recht haben. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Versucht, einen Schrei auszustoßen. In alten Legenden zufolge kann nur ein Drachenblut so wie die Drachen selbst schreien, ohne darin unterwiesen worden zu sein. Okay. Drachenblut. Probieren. Schreie unerbittliche Macht. Wovon redet ihr denn? Mein Großvater hat immer Geschichten über die Drachenbluthelden erzählt. Jene, die mit Drachenblut in den Adern geboren wurden. Ah ja, bla bla, hin und her, Drachenblut, pipapo. Ich kann auf jeden Fall das jetzt einsetzen. Fuß! So, jetzt machen wir gleich mal die andere Quest. Ich finde das Familienerbstückschwert. Das müsste hier irgendwo in der Nähe sein, hat er ja gesagt. Bei einer Horde Banditen. Moment, mal auf die Karte luchsen. Wo ist denn... Er hat gesagt, irgendwo in der Nähe. Bei einer Horde Banditen. Da wird nichts angezeigt. Ja, was denn los hier? Achso. Ah, vielleicht erstmal Verschiedenes aktivieren und dann... Also, da hinten. Ja, das ist ja mal gar nicht weit weg. Das heißt, die Quest mache ich doch nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Da muss ich erstmal Feen da loswerden. Der ist nämlich... Es ist ein Hirsch! Ein Hirsch! Mann, oh! Jetzt lauf doch nicht weg. Oh, ich wollte das Fell haben. Ah, Mist, hätte ich den mal früher bemerkt. So. Oh, wow, 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 wow. Wow, Alter! Was war das denn? Egal. Feendal? Ich gebe euch Deckung. Moment. Ich möchte einige Dinge mit euch tauschen. Was soll ich nehmen? Du sollst nichts nehmen. Du sollst mir was geben. Okay, du kannst alles behalten. Jetzt kennen sich unsere Wege. Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht. Nein, ich werde dich nicht suchen. Tschüss. Gut, dass ich ihn los bin. Denn wir kriegen noch bessere Begleiter im Verlaufe des Spiels. Und zwar... Naja, werdet ihr ja gleich sehen. Dovahkiin! Was soll denn Dovahkiin bedeuten? Verstehe ich nicht. Egal, erstmal zurück zum König. Zum König und nicht zum König. Zum König. Mach schon weiter zum König. Das wissen wir schon, was da unten steht. Dass ein Bürgerkrieg tobt. Ihr hakt, dass ihr hier nichts zu suchen habt. Also kehrt um. Geht dorthin zurück, wo ihr herkommt. Badam, badam, badam. Ich möchte bitte zum König. Die Wachen haben über euch gesprochen und behauptet, dass ihr ein Drachenblut seid. Fuß! Beweis genug. So. Drachenblut, 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 oh Drachenblut. Jetzt will ich aber erstmal hier meine Belohnung abholen. Hallo,
Benötigt ihr Vorräte? Nein. Dann sucht Beletor in seinem Laden auf. So ganz nett. Ey, benötigt ihr Vorräte? Ja, dann geht halt welche kaufen. Idiot. Unfreundlich, die Leute hier. Hallo, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ich will jetzt hier meine Belohnung haben. Belohnungszeit. Ihr seid endlich hier. Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Ja. Der Wachturm wurde zwar zerstört, aber wir haben den Drachen getötet. Er hat bla bla bla. Ich habe Drachen getötet. Ich wusste, dass ich mich auf Irilet verlasse. Na, aber Lugen. Aber es muss mehr dahinter stecken. Es hat sich herausgestellt, dass ich ein sogenanntes Drachenblut bin. Drachenblut? Was wisst ihr schon von den Drachenbluthelden? Als der Drache starb, habe ich einen Teil seiner Kräfte in mir aufgenommen. Also ist es wahr. Die Graubärte haben euch tatsächlich herbeigerufen. Graubärte? Graubärte? Meister des Weges der Stimme. Aha. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Ach so. Was wollen die Graubärte von mir? Das heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Okay. Ihr habt den Ruf gehört. Was sollte es sonst sein? Die Graubärte. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Doch. Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hochodga gerufen hat. Ach so. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Teva Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Talos von Admora war. Hm? Hunga, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig er auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses Drachenblut ist. Nordnonsens, ihr eingebildeter Unwissender! Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des Ersten Kaiserreichs zurückgehen. Genau, schön schwer. Honga, geht nicht so hart mit Aviniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur... Ich mag dich nicht. Was wollen diese Graubärte nur mit ihm? Ich mag dich Das geht nur die Graubärte etwas an. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt, es hat etwas in euch aufgeweckt. Ja. Und die Graubärte haben es gehört. Genau. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid, wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Sterbliche. Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochrodga aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ja, ist doch gut jetzt. Ich beneide euch, wisst ihr, die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Mhm. Wusstet ihr das? Nein, wusste ich nicht. Hochrodga ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Hm. Egal. Begibt euch nach Hochrodga. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen. Ja, Belohnung. Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Sehr schön. Ich teile euch Lydia als persönliche Hauskerl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ja! Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Genau. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Will ich meinen? Also dann, zurück zur Tagesordnung. Lydia, Lydia, wir haben immer noch Lydia, eine Stadt zu Lydia, haben. Lydia, ach schön, Lydia. Ich komme gleich, Lydia. So, erstmal hier ein bisschen. Ah, ich kann die immer noch nicht mitnehmen. Die Seelensteine. Aber ich kann hier Bücher lesen. Geldbeutel kann ich mitnehmen, einfach so. Das stört keinen. Mal hier den Tür öffnen. Ist hier noch drin? Oh ja, da pennt gerade. Ach nee. Taschendiebstahl ist uncool. Hoppedi, Lydia, mein Schatz.